Hallo zu On The Grid, Claudio Schiesel mein Name und neben mir Johannes Kübeck, seines Zeichens ehemaliger Obmann des Presseclubs in Graz, also des steirischen Presseclubs, da sind wir heute hier anwesend und auch seines Zeichens ehemaliger Redakteur der Kleinen Zeitung und EU-Korrespondent in Brüssel. Und um die EU geht es heute, nämlich um deine Zeit in Brüssel, was deine Eindrücke waren und welche politischen Ereignisse du damals sozusagen verfolgen konntest, beziehungsweise wo du heute Vergleiche sehen könntest zu damals. Meine erste Frage ist, du bist 2012 von der Kleinen Zeitung nach Brüssel geschickt worden. Was war da so dein erster Eindruck? Was läuft da eigentlich im EU-Parlament ab? Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit für dieses Gespräch. Ja, das war witzig, wie ich dann Mitte 2012 nach Brüssel gekommen bin, war das der Anfang der intensiven Euro-Krise, Griechenland-Krise. Und ich komme aus Graz hinaus nach Brüssel und habe zwei Eindrücke. Erstens, meine Heimat, ich sehr liebe und meine Heimatstadt ist wirklich Provinz. Und zweitens, die in Brüssel kochen auch alle nur mit Wasser. Das waren so die zwei wichtigsten Eindrücke, die ich hatte. Was heißt dann sozusagen mit Wasser kochen? Die Europäische Union ist eigentlich ein ganz wesentliches Element heute und gibt ja auch viele der Gesetze vor. Ja, mit Wasser kochen meine ich zwei Dinge. Also die europäischen Institutionen sind im Wesentlichen Verwaltungs- und Politikapparate, wie wir sie auch kennen. Es ist ein Gemeinderat in einer steirischen Gemeinde und die EU-Kommission in Brüssel unterscheidet sich in ihren Auswirkungen und dessen, was sie tun, stark voneinander. Aber die Prozesse sind ja ähnlich. Es sind die politischen Prozesse. Jeder gehört einer Partei an oder sonst wie einer gewählten Gruppe und macht seinen Job nach bestem Wissen und Gewissen. Ja? Und das Zweite, was man dazu sagen ist, ich habe natürlich erstmals intensiven Kontakt mit Journalisten aus anderen Weltgegenden, aus anderen Gegenden in Europa gehabt. Und bei denen habe ich schon auch gemerkt, die kochen auch alle nur mit Wasser. Also ob das jetzt die Financial Times ist, die Frankfurter Allgemeine oder Le Monde, alles wahnsinnig nette, tolle Kolleginnen und Kollegen. Aber erfunden haben die auch nicht wirklich was. Ja? Da muss ich die kleine Zeitung, mein Arbeitgeber, musste sich dann nicht davor verstecken. Mhm. Das heißt, du hast eben zwei Jahre als Korrespondent gearbeitet. Was ist so der Hauptunterschied eigentlich vom regionalen Bereich, also Steiermark, Graz, zu dem, was heute in Brüssel abläuft? Ich war bei der Kleinen Zeitung in der Wirtschaftsredaktion und in der Politikredaktion, Landespolitik und österreichische Innenpolitik und habe damit ein bisschen Rüstzeit gehabt, also für den Job in Brüssel. Es war die Tätigkeit einfach durch die aktuelle Entwicklung damals, dass Mitte 2012, das war einige Wochen bevor der Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, diesen Satz gesagt hat, sie werden alles tun, damit Europa nicht zerfällt, whatever it takes. Ja. In dieser Phase waren wir drinnen und da war die Berichterstattung natürlich ganz davon geprägt. Es gab fast keine anderen Themen, weil damals Europa wirklich auf dem Spiel stand, hat man das Gefühl gehabt und es wurde so vermittelt. Ja. Also auch so Dinge wie, dass die Europäische Union damals den Friedensnobelpreis bekommen hat, das ist fast untergegangen. Das war fast unwichtig. Es ist erstaunlich. Auch heute, glaube ich, erinnert sich niemand mehr daran. Aber den Nobelpreis für Bob Dylan, den erinnert sich alle. Natürlich, ja. Inwiefern siehst du eigentlich da sozusagen auf den Vergleich, dass die Europäische Union etwas Unnahbares ist? Ich habe sie nie als unnahbar. Also als Journalist wird man von den europäischen Institutionen unglaublich professionell und gut behandelt. Das war für mich wirklich neu und auch überraschend.
die Europäische Union kann einzelne Journalisten, wenn sie mit ihren Anliegen, mit ihren Fragen kommen, wirklich gut versorgen. Das, was sie nicht kann, ist ihre eigene Selbstdarstellung. Das Problem Europas ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung es so schlecht dasteht. Diese unglückliche Kommission von Barroso war ja ein Unglück. Und zwar nicht, weil sie so schlecht gearbeitet hätten, sondern weil sie überhaupt nicht an ihre eigene Vermarktung und Darstellung gearbeitet haben. Es gibt eine ganze Heere von PR-Beratern und Pressereferenten, aber die alle waren nicht in der Lage, und sind auch heute noch nicht, dass Europa den Bürgern und auch den Medien auf eine wirksame Art nahe zu bringen. Das ist das Problem. Europa ist nicht das Problem, die Darstellung Europas, das ist das Problem. In einem deiner letzten Beiträge aus Brüssel, wenn ich mich nicht irre, das war im Verlies der EU-Kommission aus dem Jahr 2014, beschreibst du das ein bisschen sozusagen, wie diese Innenansicht aus Sicht eines Politik- und Auslandsjournalisten ist. Und du sprichst doch zum Beispiel von diesen sogenannten Midday-Meetings. Ja. Also im Kommissionsgebäude gibt es einen Keller, wie du sagst, das ist aber nicht aufs Verlies der EU-Kommission, sondern eben ein großer Versammlungssaal für ca. 400 Leute. Ja. Und du hast damals auch gemeint in diesem Artikel, ich werde den auch hier dann noch verlinken, damit ihn jeder nachlesen kann, dass hier ein sehr großes System eigentlich auf dem Journalisten wartet. Da sind über 1000 Journalisten dort registriert. Es gibt 100 Pressemitarbeiter. Die Kommission ist eigentlich sehr um Kommunikation auch bemüht und auch um Transparenz. Aber woran krankt es dann? Es krankt nicht im Detail, sondern im Ganzen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Im Detail wird man von den Mitarbeitern der Kommissare, zum Teil auch von den Kommissaren selbst, sehr gut informiert und behandelt. Aber eben, Leute wie Barroso, aber auch Juncker im Grunde genommen, sind offenbar nicht in der Lage, zu vermitteln der Öffentlichkeit, was die Vorteile von Europa sind. Ja? Während die schrillen Töne der sogenannten Europa-Gegner, oder wie immer wir sie ändern wollen, während diese schrillen Töne sehr wohl wahrgenommen werden. Ja? Das Nein zu Europa ist ein schriller Ton, der unglaublich Wirkung hat. Ja? Das Ja zu Europa ist kein schriller Ton und das hört keiner. Ja? Und damit müssen wir alle, das ist das Nein zur Plaputsch-Gondel und das Nein zu ich weiß nicht was und zu Glyphosat und zur Gentechnik, das alles, das Nein ist das Nein zum Semmering der Niederösterreicher. Das Nein ist einfach das, was besser gehört wird. Und daran müssen die für ein Ja sind, einmal arbeiten. Das ist erstens eine Kommunikations- und zweitens eine Überzeugungsaufgabe. Also so ein bisschen nach dem Motto Bad News are better than good news. Ja, ganz richtig. Okay. Und da spielen die Medien, weil ja dieser Satz auf die Medien zutrifft, da spielen die Medien natürlich auch eine Rolle. Ja? Auch die Medien nehmen zuerst und das Nein wahr und das überhören zu oft das Ja. Ich möchte kurz nochmal zum Hintergrund, warum ich heute auch Johannes Küberg Interview kommen. Wir waren erst kürzlich eingeladen, Peter Zug und ich, bei einem Presseseminar seitens der EU. Und die ist ja auch sehr bemüht, eben Journalisten auch nach Brüssel einzuladen, dort Presseseminarreisen anzubieten etc. Wir machen demnächst auch eine. Das heißt, einerseits gibt es ja diese Konnektivität seitens der Kommission. Es gibt die Transparenz, es gibt die Bereitschaft, mit Journalisten zu reden. Wenn du eine Anfrage an die Kommissionsvertretung zum Beispiel in Wien hast, dann weiß ich, wird die oft sehr kompetent beantwortet. Wenn es zu sehr ins Detail geht, es ist überhaupt kein Thema, man kriegt sofort auch in Brüssel die Kontaktperson, damit man sich an die wenden kann, wenn es etwas mehr ins fachliche Detail geht. Jetzt hat man aber eine gewisse Ambivalenz, weil natürlich auch noch etwas dazukommt,
nämlich, und da sind wir jetzt bei den EU-Wahlen, du hast diese europäischen Parlamentswahlen, die oft einmal sozusagen auch so dargestellt werden, als dass die Personen, die in die Europäische Union oder ins Parlament gewählt werden, eher oft nur die zweite oder dritte Reihe darstellen in der heimischen Innenpolitik oder Personen darstellen, die innenpolitisch gescheitert sind. Wo ist dieses Miesmacher-Image bei der EU zu verorten oder wie kann man so etwas überhaupt lösen, so einen Eindruck? Nein, ich glaube, das Grundproblem ist dort, dass unsere Regierungen, das ist nicht unsere Parlamente, sondern unsere Regierungen, die nationalen Regierungen, rasch bemerkt haben, dass es für sie günstig ist. Alles, was in Europa gut läuft, ist ihr Verdienst und alles, was in Europa schlecht läuft, ist die Schuld von Brüssel. Das ist eine durchgängige Methode geworden, aller Regierungen, selbst bei der Frau Merkel funktioniert das so. Und weil jetzt da von den Hinterbänkern im Europäischen Parlament die Rede ist. Es sind halt dort 750 Abgeordnete und da gibt es auch hintere Bänke oder gibt es vordere Bänke. Und das Problem, ich kann das jetzt nur von der österreichischen Sicht sagen, so wie ich es sehe. Wir haben, da war ich Berichterstatter in den 90er Jahren, eine unglaublich lebendige, gute Debatte über Europa gehabt vor unserem Beitritt. Und auch noch ein bisschen danach, wir waren stolz, dazu zu gehören, waren froh, dann bald im Schengen-Raum und alle diese Vorteile zu haben. Und dann kam dieses Unglück, oder wie man das nennen will, der Sanktionen der europäischen Partner gegen die Österreicher wegen der Regierungsbeteiligung der damaligen FPÖ. Und seither ist einfach ist Europa gebrandmarkt als das Böse von vielen Menschen. Und ich muss noch eines, sage ich jetzt ganz offen dazu. Und irgendwann damals, hat die Kronenzeitung, die größte Zeitung unseres Landes, begonnen, Leserbriefe zu veröffentlichen unter dem Titel Leserbriefe zum EU-Theater. Die größte Zeitung des Landes tut jetzt seit, was sind jetzt, weil es 18 Jahre sein, fast jeden Tag ihren Lesern vermitteln, die EU ist ein Theater. Und das verfestigt sich. So etwas verfestigt sich. Ja? Und dagegen kann man fast nicht mehr ankommen. Ich will gar nicht darüber reden, wer diese Leserbriefe geschrieben hat. Ja? Aber allein, dass Medienfreiheit ausgenutzt wird, so kampagnenartig, Desinformation zu bereiten, das hat damit zu tun, was wir seit ein paar Jahren als Fake News kennen. Das ist auch das, was du schon übrigens damals im Jahr 2015 präsentiert hast. Du hast damals kurz vor deiner Pensionierung ein Buch rausgebracht, nämlich Zwischen den Zeilen, steirische Zeitgeschichte im Rückspiegel. Und du hast auch damals eben die Pegida zum Beispiel kritisiert. Gleichzeitig hast du gesagt, du kennst Leute in diesem Umfeld, du weißt, wer das ist, dass es sehr schwierig ist, mit solchen Leuten zu sprechen. Aber dass eben dieser Begriff Fake News und Lügenpresse natürlich immer wieder mitspielt. Und jetzt nehme ich ein aktuelles Beispiel. Artikel 13, diese Diskussion über das neue Urheberrecht, was derzeit heruntergebrochen wird auf diesen einen Artikel rund um diese Upload-Filter im Internet für Social Media. Zum Beispiel also für Plattformen, wo man Bilder, Videos oder sonstige Sachen hochladen kann, wo es teilweise auch um Urheberrechtsfragen und um die Abgaben geht. Mhm. Da kommt jetzt ein Axel Voss von der CDU her und sagt, Moment, er hat so viel 1000 E-Mails bekommen und die kommen alle von Gmail-Konten und hat dann die Leute als Bots bezeichnet. Selbiges hat auch die EU-Kommission getan und da geht natürlich durchaus in der jungen Community, also in der jungen Gesellschaft, da gehen die Gemüter hoch und da kommen die Gefühle auch hoch und die Emotionen, weil die Leute sagen, wir gehen jetzt auf die Straße, wir zeigen, dass wir keine Bots sind, wir haben das
versucht, per E-Mail oder per Einschreiben oder wie auch immer zu sagen, dass wir Bedenken haben. Und jetzt werden wir ja quasi als Fake News Aggregate bezeichnet. Ist es nicht eher gefährlich, wenn man eben mit solchen Begriffen, also Begriffen herumspielt? Ja, es zeigt eben, wie sorgfältig man mit diesen Begriffen umgehen muss. Also in diesem konkreten Fall ist die Frage, ist die Wortwahl wichtig, diese Menschen so zu bezeichnen? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind das Leute oder gehören dazu Leute, die ganz ordentlich austeilen können. Wenn ich also an die Grünen bewegten und die Kritiker der Landwirtschaft und der Lebensmittel denken, die können alle unglaublich gut austeilen. Aber wenn dann einmal eine kleine Unsauberkeit in der Wortwahl auf der anderen Seite passiert, dann sind sie sehr rasch beleidigt. Okay. Also, das heißt, Irren und Emotionen, Irren ist menschlich und Emotionen austeilen auch. Ich darf vielleicht zum Stichwort Lügenpresse noch was sagen. Wie damals das aufgekommen ist, Ende 2014 meines Wissens war das, ja, mich hat das betroffen gemacht. Ich war mein Leben lang Journalist gewesen, ich habe mein Leben lang meine Leser im Fokus gehabt, ich habe das alles für sie gemacht, so gut ich es konnte und so seriös ich es konnte, und dann auf einmal, da hätte ich auch beleidigt sein können, das ist so wie die Bots, da hätte ich auch beleidigt sein können, dass auch die Freiheitlichen in Österreich auf den Lügenpressezug aufgesprungen sind und solche Dinge. Also man soll nicht beleidigt sein, sondern man soll sich auseinandersetzen, und das ist offenbar das Problem mit vielen, aber am rechten Rand, mit vielen dieser Rechtspopulisten, sie wollen sich nicht auseinandersetzen. Sie haben ihre festgefügte Meinung und das genügt ihnen. Und das ist natürlich, wenn jemand sich einer Debatte entzieht, macht er die Debatte nicht einfacher. Und genau das ist ja auch derzeit dieser sogenannte politische Diskurs oder, wenn man so möchte, die Hauptmitteilung, die im politischen Diskurs halt immer mehr und mehr reingeht. Man spricht dem anderen nicht nur die Kompetenz ab, sondern man sagt generell, dass dann nur noch Fake News verbreitet werden und das, was da vermittelt wird, nicht stimmt oder Falschmeldungen darstellt. Umgekehrt muss man aber auch sagen, der Begriff Fake News ist ja ein neumodischer Begriff. Falschmeldung oder bewusst früher Propaganda, das sind ja eigentlich die Begriffe, die schon, Klammer auf, mehrere Jahrhunderte bekannt sind. Ja. Gut, kommen wir zur europäischen Parlamentswahl 2019. Da gibt es jetzt in Österreich mehrere Kandidaten. Ein gewisser Herr Fockenhuber möchte sich noch einmal für die Liste Pilz aufstellen. Oder geht für die Liste Pilz in den Kampf. Du hast einen Ottmar Karas, einen sehr langen Vertrauten von der ÖVP, der jetzt, glaube ich, mittlerweile seit 1995 durchgehend im EU-Parlament. Ich glaube schon was, ja. Andreas Schieder geht neu fürs EU-Parlament für die SPÖ in den Wahlkampf. Dann hat man einen Harald Wilimski. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ein Werner Kogler geht für die Grünen und Claudia Gammon für die Neos in den Ring. Ja, wie siehst du sozusagen die Ausgangsstellung? Wo glaubst du, kann man diesen EU-Wahlkampf festmachen in Österreich? Ich glaube, es ist die Auseinandersetzung zwischen dem rechtsnationalen Parteien in ganz Europa, zwischen den Salvinis und Le Pen und Straches und wie sie alle ja danach heißen, in Skandinavien und so, die Europa aus strategischen Gründen, um an die Macht zu kommen, schlecht reden wollen, und allen anderen. Und das wird sich auch in Österreich so abspielen. Wilimski wird der Böse sein, der aber sehr wirksam bei seinen Leuten ankommen wird, und alle anderen werden oft angeekelt wahrscheinlich ihm antworten müssen, auf ihn reagieren müssen, weil sie, und das ist das Problem, weil sie ja eigentlich alle praktisch keine Message haben. Ja? Das Problem Europas ist, was ist die Message von Europa? Ja? Die Message, gegen Europa zu sein oder dieses Europa klein und unbedeutend zu machen, ist klar. Aber was ist die Message für Europa? Und da hat
das hat noch keiner so richtig gut auf den Punkt gebracht. Ja, da stimme ich dir soweit zu. Vor allem, weil jetzt das, was ich ja schon vorher angesprochen habe, mit diesen Kommunikationsfehlern, sage ich jetzt einmal, oder der fehlenden Identifikation mit der Europäischen Union, wenn man ja doch immer sagt, Brüssel ist ja weit weg und wir sind jetzt national hier uns viel näher. Da hat zum Beispiel Ottmar Karas im Jahr 2014 bei seiner Pressestunde durchaus kritisiert, dass er jetzt zum ersten Mal kurz vor der EU-Wahl seit knapp 30 Jahren wieder in der Pressestunde ist, weil davor war er irgendwann mal als ÖVP-Jugendfunktionär dort. Und dass dazwischen sozusagen über die Europäische Union zu wenig berichtet wird. Inwiefern kann das einem Harald Wilimski oder eben anderen Kritikern der EU helfen? Das habe ich nicht ganz verstanden, die Frage. Also die Frage ist, inwiefern kann dieses, jetzt haben wir den Fokus Europawahl 2014 und inwiefern kann das sozusagen den Populisten helfen, die sagen, die Europäische Union ist eh weit weg und wir versuchen jetzt nochmal genau zu thematisieren, was für uns wichtig ist in diesem Wahlkampf und sonst die nächsten 5 Jahre hört man von ihnen eh nichts. Die Rechtspopulisten haben die stärkste Waffe in der Hand, diese Waffe ist das Nein. Ja? Das Nein zu Europa oder das Nein zu diesem Europa und das Nein zu, ich weiß nicht, zur Migration und weiß jetzt einfach, und zu mehr Geld hineinzahlen. Und die stärkste Waffe haben leider Gottes diese rechten Nationalisten und Rechtspopulisten in der Hand. Sie werden sie nicht aus der Hand gehen und alle anderen werden wie das Kaninchen vor der Schlange, nicht gerade zitternd, aber zögernd und zagend versuchen, ihre nicht vorhandene Message an die Wähler zu bringen. Okay. Ja, aber umgekehrt haben wir jetzt auch eine Studie letzte Woche vom Eurobarometer mitgeteilt bekommen. Ich glaube, es waren knapp 60% oder sogar 63%, die die EU soweit so gut finden. Und dass jetzt eine Mehrheit in Österreich da wäre, die eigentlich sich für die Europäische Union und auch für vereinigte europäische Staaten oder vereinigte Staaten von Europa aussprechen. Inwiefern sind solche positiven Statistiken oder Studien ein Hilfsmittel, um eben auch einen pro-europäischen Vibe zu erzeugen? Und ich glaube, diese Eurobarometer-Umfrage, die ja, glaube ich, in ganz Europa bei 10.000 Menschen gelaufen ist und damit wirklich einiges Gewicht hat, zeigt eins deutlich, das glaube ich jedenfalls, dass die Brexit-Debatte und alles, was da seit jetzt 3 Jahren läuft, die Menschen sehr stark verunsichert. Ja, dass es wirklich so weit kommen kann, dass politische Kräfte ein Land in so eine Situation bringen. Ich glaube, das bringt viele, die gleichgültig waren, bringt das dazu. Also Europa ist doch nicht schlecht, weil ich habe die Reisefreiheit, ich habe Erasmus, ich kann überall arbeiten, auch wenn ich Rumäne bin und solche Dinge. Das wollen sich die Menschen nicht nehmen lassen. Das bringt sie doch dazu, Europa positiv zu sehen. Die Frage ist, ob die dann auch im Mai und im Juni zur Europawahl gehen und sich so äußern oder ob sie das nur in Umfragen tun. Weil wir wissen das ja auch aus österreichischen Meinungsumfragen vor Wahlen, dass das Ergebnis nachher etwas ziemlich anders war, als es vorher in den Umfragen sich abgezeichnet hat. Das ist richtig, ja. Und vor allem, ich habe erst vor kurzem mal mit Thomas Weiz reden können, das ist der dritte grüne Abgeordnete im EU-Parlament, der zum Beispiel auch in einer Selbsteinschätzung gemeint, dass die Grünen zum Beispiel seines Erachtens noch bei 8-9% rauskommen werden und dass einfach die Skepsis an der Europäischen Union halt vor allem eher bei den Älteren als weniger bei den Jüngeren zu finden ist. Weil die Jüngeren sich halt immer mehr und mehr mit Europa identifizieren, weil sie halt damit aufwachsen. Ja, ich glaube, das hängt mit dem immer wieder mit den Botschaften dieser Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten zusammen, die ein älteres Publikum ansprechen. Also ich
Es heißt zwar, dass die SPÖ bei uns die Pensionistenpartei ist, aber ich glaube, die Freiheitlichen sind in manchen Bereichen eher schon ziemlich auf den Fersen bei dieser Eigenschaft. Die Jungen schätzen Europa, sie mögen Europa, aber sie erkennen die politische Message Europas nicht. Ja? Es ist für sie normal geworden, während die Älteren eben auch ein Leben vor dem Beitritt zur Europäischen Union hatten und kannten. Und viele sagen, so schlecht war es damals auch nicht und so schlecht war es unter Schilling auch nicht. Aber das sind alles sehr emotional gefärbte Argumente, die eben auch beeinflusst werden, ganz stark und immer wieder eingehämmert werden von diesen Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, und das haben wir jetzt bei Brexit, bei den Briten, dass du halt dort hast, wir holen uns unser Land zurück, wir holen uns unsere Freiheit zurück, das ist ein Independence Day, so haben sie das Brexit-Referendum genannt. Und wenn du dir heute anschaust, wo die UKIP zum Beispiel steht, ist national nicht von Belang. Und eben mit dem Austritt wird sie auch aus der Europäischen Union verschwinden. Also das heißt, sie hat eigentlich keine politische Wirkung mehr. Nein, aber sie haben das Land an den Abgrund geführt. Das wird man jetzt sehen. Sie waren über meines Wissens ja die stärkste Partei bei den Europawahlen vor 5 Jahren. Man muss sich da vorstellen. Ja. Und die Frau Le Pen war die stärkste Partei Frankreichs bei den Europawahlen vor 5 Jahren. Und in Österreich, ich habe gerade die Zahlen vorher abgerufen, da war es die ÖVP mit nicht ganz 27%. Die Sozialdemokraten mit 24%, die Freiheitlichen mit 19,72%, Grün mit 14,52% und Neos mit 8,14%. Die anderen tue ich jetzt einmal. Ja. Weil da sind auch ein paar Gruppen dann wieder nicht angetreten etc. Also damals gab es auch viel zu gewinnen, weil natürlich die Liste Martin mit 17,67% nicht mehr angetreten ist und die hatte natürlich ein gewisses Wählerpotenzial, was sie verteilt hat und wo halt andere Parteien davon profitieren konnten. Du sprichst es an, die Rechtspopulisten sind relativ stark, aber zum Beispiel Front National und UKIP haben ja nicht einmal gemeinsam zusammengearbeitet, sondern hatten jeweils eigene Fraktionen, in denen sie konstituiert sind oder waren. Und das heißt, da ist zum Beispiel die FPÖ zwar mit dem Front National zusammen, aber mit der UKIP dann wiederum nicht. Und da gibt es halt andere Gruppierungen, wie zum Beispiel die Tories und auch in einer rechtskonservativen Gruppe, die wiederum mit der Europäischen Volkspartei zu tun hat. Wie sehr sind eigentlich diese nationalen Unterschiede im EU-Parlament zu merken? Inwiefern? Ich glaube, im Alltag des Europäischen Parlaments merkt man das nicht. Wie gesagt, das sind 750 Abgeordnete, die ihren Job machen, der übrigens einer der härtesten politischen Jobs ist, die ich als Beobachter kennengelernt habe. Ja? Also Europaabgeordnete von der ÖVP oder auch von der SPÖ oder von den Grünen, die arbeiten unglaublich. Die müssen unglaublich viel arbeiten. Bei den Freiheitlichen kann ich nicht sagen, weil ich die so selten im Umkreis des Europäischen Parlaments gesehen habe. Ich glaube, die aktuelle Auseinandersetzung über Viktor Orban und seine Partei in Ungarn und soll man die jetzt hinauswerfen aus der Europäischen Volkspartei oder so ein nicht, es geht im Grunde um die Machtfrage. Die Europäische Volkspartei, glaubt, sie braucht Orbans Partei, um vorne zu bleiben. Verliert die Orbans Partei, dann ist möglicherweise der Platz 1 gefährdet. Also da geht es schon um was. Ja? Da muss man sich gut überlegen, was jetzt wichtig ist, die Prinzipien oder der Wahlsieg. Ja? An dieser Linie bewegt sich diese Partei. Und so etwas Ähnliches ist mit den Sozialdemokraten und den rumänischen Sozialisten, die da jetzt die Medienfreiheit und die Freiheit der Gerichte einschränken. Auch da
Während die europäischen Sozialdemokraten die nicht hinauswerfen, weil sie brauchen ihre Stimmen. Da geht es um Macht und nicht um Prinzipien. Sehr unsympathisch, aber so ist das. Das ist nun mal in der Politik generell so. Also nichts Neues. Abschließend, du hast 2 Jahre in Brüssel gelebt. Du hast 2 Jahre dir sozusagen diese Stadt anschauen können, diesen Inneneinblick gehabt. Ich nehme an, du wirst das nicht missen wollen. Inwiefern war das für dich doch ein bisschen etwas Prägendes oder was hat dir dort besonders noch gefallen, sozusagen, im Gegensatz zu Österreich? Naja, es ist halt wirklich, Brüssel ist eines der politischen Zentren der Welt. Punkt. Ja, da gibt es dann vielleicht noch mal Washington, Moskau, Peking und das war's schon. Ja, alles andere sind nationale Hauptstädte, aber das sind die 4 Zentren der Welt, wenn man so will. Ja, und ich hatte das Glück, in einer dieser Zentren arbeiten zu können, eben mit dem Fokus, dass es ein Zentrum ist. Ja, ich habe nicht über belgische nationale Politik berichtet, sondern über die europäische Politik im Weltkontext. Ja. Und da ging es eben, wie gesagt, damals um die Griechenland-Krise und die Euro-Krise und solche Dinge. Und das ist halt für einen... Ich sage, bitte, dass ich da nicht falsch verstanden werde. Für einen Provinzjournalisten ist es natürlich ziemlich aufregend, ja, in einem Pressegespräch von Wladimir Putin oder Barack Obama zu sein. Ja, oder David Cameron und Angela Merkel und solche Dinge, das erleben zu können, nicht nur aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung, sondern dabei zu sein und darüber zu berichten, das hat schon etwas, was faszinierend ist. Das was Prägendes. Und deshalb war diese relativ kurze Zeit, die ich in Brüssel war, eine für mich prägende Zeit, die ich nicht mehr missen möchte. Wie ist das bei euch gewesen? Ein kurzer Einblick in die kleine Zeitung. Hat man dich einfach gefragt oder wird das routinemäßig bei euch getauscht mit dem Korrespondenten? Ich bin gefragt worden, ich bin auch selber draufgekommen, mich zu bewerben, habe das mit meiner Frau besprochen. Weil ich habe immer schon ein sehr breites Spektrum an Berichterstattung abgedeckt, Wirtschaft, Landwirtschaft, Politik, Innen, steirische Politik und so. Und da hat der Chefredakteur Hubert Batterer das auch als eine gute Idee gefunden, dass ich das noch einmal mache. Ja, das ist zumindest, glaube ich, durchaus prägend gewesen. Eine Frage hätte ich noch wieder Colombo. Wo glaubst du, wird die Europäische Union hingehen und könnte der Brexit für die Briten vielleicht auch weniger schmerzhaft sein, als wir das jetzt alle annehmen? Das kann ich nicht gut genug beurteilen. Der Brexit ist so ein Chaos in meiner Wahrnehmung, weil ich daran denke, in 5 Wochen findet der statt oder soll der stattfinden und wir wissen noch nicht, wie er stattfinden wird. Da geht es um 500 Millionen Europäer und weiß ich, 60 Millionen Briten oder sowas ähnliches. Und diese Brexit-Befürworter haben einfach einen Kontinent, ein Land, eine Nation und Millionen Menschen ins Chaos gestürzt. Ja? Und ich empfinde das Ganze nur als Chaos, habe auch zu wenig Innenkenntnisse, um das zu beurteilen. Aber wenn ich anhöre, mehr meine liebe Kollegin Cornelia Primosch im ORF, wie die also berichtet im Radio und im Fernsehen, ist das eben wirklich eine ganz chaotische, grauenhafte Angelegenheit. Und das ist, das sage ich ganz bewusst, das ist eine der Früchte des Rechtspopulismus. Unfrieden zu sehen auch ganz mutwillig zu zerstören. Bestehende Strukturen, funktionierende Apparate, nur damit es kaputt sein und nicht aus irgendeiner... man kann ja gegen Europa sein, auch aus guten Gründen, ja, aber nicht nur, um es quasi zu zerstören und hauptsächlich nicht dazu zu sagen, was mit den Zerstörten da passieren soll. Und die Zukunft der EU?
Ich glaube, das ist, wird sehr pragmatisch sein. Also wir werden jetzt den Brexit so oder so erleben, wir werden ihn überleben, wir werden auch diese europäische Wahl erleben und überleben. Und dann es wird mühsamer werden. Es wird mühsamer werden. Möglicherweise wird der politische Einfluss der Rechtsnationalen und Rechtspopulisten sehr stark werden. Das wird es mühsam machen, weil die ja dann in den Räten der Minister oder im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs eventuell Einfluss nehmen können. Und in der Kommission oder auch nicht. Es wird sehr stark davon abhängen, ob die Konservativen, die Sozialdemokraten, die Liberalen und die anderen Grünen, die anderen proeuropäischen Kräfte sich da eventuell einigen, dass man doch eine gemeinsame Strategie zur Rettung Europas fahren muss. Und dass man da seine parteipolitischen Interessen möglicherweise hintanstellen muss, um eine Strategie zu finden, mit dem Problem auf demokratische Weise mit dem Problem fertig zu werden und in zu einem anderen Europa aufzubrechen. Gut, dann hoffe ich, dass dieses Abenteuer Europa nicht im Sande versinkt, sondern uns zu verschiedenen Oasen bringen wird. Ein gewisser deutscher Bundeskanzler hat immer gesagt, es ist unser Ziel, blühende Landschaften zu schaffen. Gut, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis bald vom 5.3. bis 7. März. Bin ich draußen in Brüssel und schaue mir auch die Stadt mal selber an und kann das EU-Parlament mir auch mal in der Innenansicht, ohne Auslandskorrespondent zu sein, ansehen. Sag dir herzlichen Dank fürs Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Danke.